Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dishonored. Ja, wir sind auf dem Weg zurück zum Houndpits Pub. Und zwar müssen wir zur Kanalisation kommen. Und ich würde sagen, wir gucken uns hier erstmal so ein bisschen um. Denn hier gibt es so einiges. Runen brauchen wir jetzt nicht mehr so dringend, aber die Artefakte können wir schon mitnehmen. Da komme ich nicht lang. Da sind wir hergekommen. Okay, wir schauen erstmal. Die Luft ist rein. Hilfe. Liegt da was? Nö. Hier ist es ja wirklich ruhig, obwohl da oben steht einer. Haben wir ein Artefakt. Da können wir auch reingehen. So, ich vermute, da kommen wir hier rüber hin. Blood from the eyes! Kann ich das Bild hier mitnehmen? Kann ich nicht. Das waren meine eigenen Schritte. Oder? Ja, es sind meine Schritte. Knochenartefakt! Gucken wir uns mal an. Jetzt raff ich's. Es sind immer mehrere Stufen von den Artefakten, alles klar. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum wir keine neuen Artefakte bekommen. Es sind einfach nur Verbesserungen von den alten. Da ist der Kanalisationseingang, das würde ich mir allerdings gerne noch holen, das Artefakt. Wie auch immer ich das anstelle. So, da sind Weine. Da kann ich durch. Oh. Ich glaube, die haben mich bemerkt, ne? Nö. Doch! Tja, ihr habt keine Chance gegen mich. Yeah, geh weg mit deinen ekelhaften... So. Bleibt jetzt mal tot. Noch mehr. Bam und bam! Ja. So schnell kann es gehen. Ich würde sagen, wir schleichen mal. Und dann schleichen wir auch recht zügig weiter. Da ist schon der Kanalisationseingang.
Ich hätte mich jetzt natürlich noch gerne ein bisschen umgesehen. Okay, das kannst du vergessen. Oh Gott, ey, geht weg von mir! Er lebt ja noch. Das wird echt schwierig, ne? Jetzt, warte mal, ich guck mal gerade. Die sitzen ja alle da. Kann ich nicht einfach... Okay. Kann ich nicht. Ach, was war das denn? Das war so ein... So ein Superangriff oder so, keine Ahnung. Die sind schon ganz schön widerlich. Gut, aber jetzt... Mal hier Butter bei die Fische, wir machen jetzt hier hin, ne? Das... Da hinten gibt es auch nichts Interessantes. Heißt, wir fliehen jetzt hier einfach. Hier gibt es ein paar Kugeln. Jetzt mal das. Ja, F gedrückt halten. Ah! Okay. Das wäre geschafft. Da unten in die Plörre sollten wir wahrscheinlich lieber nicht hineinhüpfen, aber was soll's. Gibt's hier noch was? Kann ich da hoch? Nö. Kann ich nicht. Da sitzt einer. Ein Vajener. Obwohl, der sieht noch recht normal aus. Warte mal. Wünschte, ich hätte einen letzten Schluck Whisky. Letzten Schluck Whisky. Ich kann es versuchen. Ich kann aber nichts versprechen. Mal gucken, ob wir welchen finden. Hier ist nix. Da ist doch was. Die ist natürlich leer. Ob es da was bringt, wenn ich... Okay, kann ich auch... kann ich auch so vernichten. Ja, Kollege, Whisky ist schlecht. Leider alles leer. Hier ist dicht. Da kann ich durch. Geh noch mal gerade zurück. Hopp. So, noch mal da hinten lang. Aber gut, hier kommen wir wahrscheinlich eh nicht durch, ne? Generalschlüssel. Du bist der maskierte Kerl, der all die Lords und Ladies getötet hat. Du kommst hier nicht durch ohne den Kanalisationsschlüssel.
Gibt nur einen Ort, wo du an den Schlüssel kommst, und ich würde da nicht nochmal hingehen. Nicht für alles Gold im Dunwall Tower. Nicht nochmal. Vielleicht hättest du aber mehr Glück. Jemand hat uns in der Destillerie angegriffen. Mit den Ratten. Ich weiß, das klingt verrückt. Dann rannte es wieder in die Kanalisation. Wir kamen hier runter, um es zu töten. Slackjaw ging voraus. Lief schief. Ich konnte gerade so entkommen. Weiß nicht, was mit Slackjaw ist. Er hatte den Kanalisationsschlüssel. Gefährlich. Erst Nebel. Dann Ratten. Ratten überall. Slackjaw jagte sie. Tiefer in die Kanalisation. Okay, doch kein Whisky für ihn. Ich hätte natürlich auch gleich mit ihm reden können, ich Trottel. Okay, jetzt habe ich mich gerade geheilt. Es ist immer so, wenn man eine Pistole in der Hand hat, will man grundsätzlich auf R drücken und und nachladen. Das ist irgendwie so drin. Hier war doch noch einer, ne? So. Was ist hier los? Was zur Hölle? Bestimmt so ein Riesenviech hier. Da oben geht's rein. Hier hole ich mir erstmal kurz das Geld. Komm schon. Bestimmt so ein Riesenflusskriecher. 100 pro. Halt! Ein Safe. Die 13 Monate. Und Jellys nächste Aufgabe. Jelly, du alte Pfeife, hier ist noch eine Aufgabe für dich. Die Lumpengräfin, diese alte Hexe, hat mir gesagt, dass man seinen Geschmack für Whisky im Monat des Windes verliert. Im Monat der Saat verliert man sein Augenlicht. Und im Monat des Eises macht man seinen letzten Atemzug. Wenn du deinen Anteil willst, weißt du, was du zu tun hast. Blablabla. Okay. Nichts mehr. Ist eine Rune dahinter, ne? Kann das sein? Ein Knochenartefakt. Mit dem Bolzen kriege ich doch die Viecher bestimmt auch tot, oder nicht? Ich versuch's einfach mal. Dann haben wir nicht mehr viel Munition. Aha. Was? Rattes? Armory. Oh Gott. Ich bin aufgeregt. Okay, funktioniert auch. Wir sind zwar fast tot, aber es klappt. Geld? Geld. Da unten. Ah.
Was ist das? Wow, 10er Münze. Das hat sich gelohnt. Kann ich hier mal irgendwo Luft holen? Okay. Ausgezeichnet. Da oben liegen sogar Bolzen. Na komm. Ist das ein merkwürdiges Skelett? Und da wären wir wieder. An der Oberfläche. Speichern. Und schleichen. Kannst nicht lesen. Ich glaube, hier kommen noch ein paar Flusskriecher. Jetzt werden wir hier schön ausgestattet. Das verheißt ja meistens nichts Gutes. Und da hinten... Was? 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 Die Lumpengräfin? Hallo! Ist da jemand, der diese verrückte Hexe töten kann? Ich kann dich reich machen! Ruhe jetzt. Die Lumpengräfin muss ich sammeln. Bring mich nicht um! Lumpengräfin, stopp! Hör auf damit! Können wir nicht drüber reden? Meine Messer müssen schön scharf sein, um in deinen Schädel einzudringen, Slackjaw. Schön scharf. Also hat mich noch gar nicht bemerkt. Sieh dich um. Da ist ein Edelstein. Ah! Eines jungen Mädchens. Das ist sie. Zerstör ihn im Ofen. In ihren Büchern steht, dies sei der einzige Weg, sie zu töten. Ich weiß, der Stein sieht nicht aus wie sie. Aber soll sie darstellen, als sie jung war. Daraus zieht sie ihre Kraft. Wirf ihn in den Ofen. Verbrenn ihn und sie ist tot. Ich bleibe. Du kannst mich nicht töten, aber ich kann dich töten. Moment. Auszug aus einem unbetitelten Manuskript in schwer lesbarer Handschrift. Stärker als Knochen, ein Schädel voller List und Tücke. Wahlgalle, Knochenhaufen, abgekratzt, weiß poliert, entzündetes Feuer und brutzelndes Fett. Große schwarze Klumpen, Laich, brenne. Federnvogel mit wahnsinnigem Blick, viel zu Boden. Samen, Nessel, Nadeln, Sehen, ein wenig rühren. Knochen des großen Leviathans, beschützt mich! Du es denkst, ist dass du ihn Stein. Retten wirst? Der Stein ist das er Geheimnis. Ist wert. Nur ein Teil einer Nun alten wird die Kette Lumpengräfin dich töten, wie all die anderen. Was werde ich auf deinen Schädel schreiben, dass du ein Narr warst? Nein, sie ist nicht weg. Sie kommt wieder. Hab ihr die Kehle schon dreimal durchgeschnitten. Sie kommt immer wieder, bis du ihren Edelstein. Da ist er! Vera hat übermäßiges Interesse an meinen wissenschaftlichen Dokumenten gezeigt. Ein solches Interesse gebührt sich nicht für eine Lady in ihrer Position. Ich werde ihr einen Verweis erteilen. So düster, düster Liebster. Mich vor seinem Ofen! Du denkst, dass du ihn retten wirst? Wie all die anderen. Müde? Zu schade. Die Lumpengräfin braucht keine Pause. Genau, geht. Geht weg. Jetzt siehst du meine Macht. Es ist zu spät für ihn. Und es ist zu spät für dich. Platzieren. Ja. Ofen anzünden. Schnell!
Bild mitnehmen. Und das hier. Bei lebendigem Leibe koche. Willst du gleich in den Topf springen, Geliebter? Es war dumm von dir, ihm helfen zu wollen. Du Narr. So. Das war's. Die alte Hexe. Jetzt kommt sie selber in den Kochtopf. So. Oh, wie mies. Okay. So, ich guck nochmal kurz da oben. Ob es da noch irgendwas gibt in ihrer Hütte. Nettes Versteck. Das Leid des Leviathans. Auszug aus einer Abhandlung über einen von der Handelskammer von Rutshaw verbotenen Bericht. Ja, Was gibt's hier? Da kann ich vermutlich dann entkommen. Oh. Eine Rune. Du entdeckst immer so interessante Orte, Corvo. Und jetzt im Auge des Sturms zwischen der Lumpengräfin und dem Mann, der sein ganzes Leben verbrachte, mit einer Klinge in der einen Hand, einer Flasche in der anderen. Den überschwemmten Ruinen entronnen und dann wieder zurück zum Pub, wo du Emily zum letzten Mal sahst. Wo ist sie jetzt? Wie fühlt es sich an? Betrogen von deinen Verbündeten. Merkwürdig, wie man immer wieder ein Stückchen Unschuld verlieren kann. Und Daut, der Mann, der die Kaiserin getötet hat? Du hattest ihn schon in deiner Hand, aber du hast ihn entkommen lassen. Du faszinierst mich. Der Outsider. Was haben wir hier noch? Kugeln, Kugeln und Geld, Geld, Geld. Gut, ich befreie jetzt erstmal den alten Slackjaw. So, Kollege. Willst du was Lustiges hören? Als wir noch Kinder waren, hatten wir alle Angst vor der Lumpengräfin. Dachten, sie wäre eine böse Hexe. Dann wurden wir älter und merkten, dass sie nur eine traurige alte Dame ist. Aber wir hatten beim ersten Mal recht. Ist das nicht lustig? Ja, schon. Bin dir was schuldig. Das hier reicht nicht, ist aber alles, was ich habe. Viel Glück, Corvo. Danke dir, Slackjaw. Genau. Raucht ihr erstmal eine. Und wir ziehen weiter. In Richtung Pub. Wo wir dann hoffentlich noch Emily finden können. Oh Mann, schon wieder. Heiltrank genommen. Na gut. Hui. Kann ich hier überhaupt was machen? Nö. Doch. So, lebt der Kollege hier noch? Nö. Er ist weg. Die Lumpengräfin, ehrlich, ey. Damit hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Ich habe wirklich gedacht, es wäre so ein Riesen... Flusskriecher oder dann eben dieser merkwürdige Baum, der da gezeichnet wurde. Ich muss diese Stelle behalten. Er sagt, bringen Sie eine Flasche, ich bringe eine Flasche. Er sagt, bringen Sie Essen, ich bringe Essen. Er sagt,
ich bin's nur, alles gut. Guten Tag. Sir, haben Sie meinen Mann gesehen? Er heißt Jake und trug ein blaues Hemd. Bitte, Sir, lassen Sie mich durch. Warum bin ich noch unversehrt? Alle anderen werden von der Seuche. Gut. Wir holen hier das Geld. Oh. Ach Mist. Wo bin ich? Halbe Stadt ist tot. Noch eine Rune. Hallo? Was ist hier los? Sie, gehen Sie bitte. Jo, ich bin schon fast weg. All diese Ratten. Keine Sorge. Überall herum. Gut, hier war ja jetzt eigentlich nichts mehr. Angeblich gibt es jemanden im Hafen Baracho, der immer noch seine Arbeiter bezahlt. Nicht rauslassen. Ich sagte es dir doch. Hier hinten. Was soll ich jetzt machen? Noch ein paar leckere Lebensmittel. Halbe Stadt ist noch unversehrt. Wir werden keine drei Monate mehr überleben. So. Ihr alten Schwarzmaler. Was soll ich jetzt machen? Ich verpiss mich jetzt von hier. Genau, da unten ging es noch lang. Bam! Und jetzt müssten wir es ja eigentlich auch gleich mal geschafft haben, oder nicht? Okay. Ich kann sie erst angreifen, wenn die Dinger offen sind. Ein Schuss noch. Das ist nicht gut. Komm schon! So. Mistvieh. Ach, den Bolzen haben wir wieder gekriegt. Cool. Ach, Mann! Bleib doch mal tot! Wo muss ich hin? Ach so, da wahrscheinlich einfach rüber. So. Tschu. Ausgang! Ohoho, yippie! Welch ein Glück! So, noch ein paar Leckereien. Und dann weg hier. Wo sind wir nun? Ich glaube, fast am Ziel. Zum Houndpits Pub gehen. Aber da gehen wir in der nächsten Folge hin. Bis dann.